Hallo, ich habe heute wieder eine Rezension für euch. Und zwar geht es heute um die Hüter von Gornelora. Die Sage von Licht und Schatten 1 von dem lieben Pierre Grimbert. Oder Pierre Grimbert oder von Pierre halt. Das ist seine neue Reihe. Sie ist ganz unabhängig von die Magier, die Krieger, die Götter. Also keine Panik, sie ist komplett neu und unabhängig. Sie erscheint im Heine Verlag. In diesem tollen Klappbroschurformat für jeweils 13 Euro und hat knapp 380 Seiten. Erste Kritik hierbei ist schon mal das Format, denn ich bin ja kein Freund von Klappbroschuren, wenn sie sinnlos sind. Und was ist sinnloser als eine weiße Seite? Also ich hätte es hier wirklich, wirklich schöner gefunden, wenn hier wieder eine Karte drin gewesen wäre. Das liegt ja aber nicht am Verlag, ob da jetzt eine Karte drin ist oder nicht. Wenn der gute Pierre einfach keine Karte gemacht hat, kann der Verlag ja auch keine Karte drucken. Aber es ist halt trotzdem schade und Taschenbuch hätte hier eigentlich auch gereicht. Trotzdem finde ich die Coveraufmachung sehr, sehr hübsch. Hier in den Ecken sind so kleine Ornamente. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und die Schrift von Pierre Grimbert und hier diese große Schrift ist so herausgestanzt, genauso wie das Wappen. Und das könnte man eventuell hier erkennen. Vor jedem Kapitel gibt es keine Zeichnung, nichts Großes, eine ganz schlichte, einfache Zahl einfach nur. Und ganz hinten im Buch, nach dem letzten Kapitel, gibt es Nobians Notizen. Das ist quasi sowas wie ein Glossar oder ein Anhang, in dem bestimmte Eigenbegriffe nochmal so ein bisschen erklärt werden, wie Chronik, Drakonit, Eid, Dukaten, Furien und so weiter und so fort. Das wird hier einfach nochmal erklärt und sowas finde ich schön. Ich muss gestehen, ich habe das Buch ohne den Anhang zu nutzen gelesen und bin auch sehr gut klargekommen. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass wenn ich jetzt wissen wollen würde, nochmal genauer, was ist jetzt ein Drakonit oder eine Dukate, was für eine Währung und so weiter und so fort, dass ich es nachlesen könnte. Da bin ich ja immer ein sehr großer Fan von. Auch wenn ich es nicht immer nutze. Zur Handlung. Es gibt dieses Land Gornelore und dann gibt es eine Bruderschaft und es gibt Chimären. Chimären bezeichnet alles, was Monster sind. Diese Bruderschaft versucht, diese Chimären aus Gornelore fernzuhalten. Da gibt es noch so Schleier und hinter denen verstecken die sich und können aber auch in unsere Welt eindringen und dann Menschen fressen, wenn sie möchten. Und das versucht die Bruderschaft zu verhindern. Und wir begleiten zwei Meister der Bruderschaft, die gerade neue Schüler für die Ausbildung zum Weltenwanderer rekrutiert haben und dabei passieren ein paar sehr, sehr uneigentümliche Dinge. Im Großen und Ganzen begleitet man dann natürlich sowohl die neuen Schüler als auch die Meister, während die Handlung voranschreitet. Es ist echt schwierig, das in eigene Worte zu fassen, ohne zu spoilern. Ich mochte das Buch wirklich, wirklich gerne, hatte am Anfang komischerweise aber Schwierigkeiten, in die Story so reinzukommen. Und ich habe fast 150 Seiten gebraucht, bis ich persönlich mir so gedacht habe, okay, jetzt ist es richtig, richtig fesselnd und jetzt ist es ein Page-Turner, wie ich es von Pierre Grimbert gewohnt bin. Trotzdem waren die Seiten davor spannend und gut geschrieben und ich wollte halt trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und obwohl ich meine kleinen Anlaufschwierigkeiten hatte, würde ich dem Buch 4,5 von 5 Sternen geben. Die Reihe ist wohl angelegt als Trilogie. Mehr kann ich dazu eigentlich gerade noch nicht sagen. Ein wirklich gutes, gutes, gutes Fantasy-Buch, was Mystery-Elemente hat, was Intrigen und Machtkämpfe in sich hat und gut geschrieben ist und toll ist und der grandiose Auftakt einer neuen Reihe. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!